Und willkommen zurück. Wir sind immer noch beim ersten DLC dran. Und ja, wir werden wohl diese Hauptstory machen. Diese anderen Dinger, die werde ich so machen. Außer jetzt, wir sind jetzt unterwegs und auf einmal ist da direkt neben uns eins. Dann machen wir das natürlich mit, wie jetzt hier vorne. Dann können wir das ja direkt mitnehmen. Dann muss ich das nicht nochmal machen. Leute auf der Flucht. Muss sie aufhalten. Oh, Otto jagen. So, auf jeden Fall haben wir erfahren, dass Cat Black ein Kind hat. Und dass es halt in Gefahr ist. Und deswegen klaut die halt diese Sticks. Die USB-Sticks halt. Und ja, um ihn zu retten. Und Spidey denkt, das könnte ja sein Kind sein, weil die mal was zusammen hatten. Bin mal gespannt. Ich glaube aber eher nicht. Das ist wahrscheinlich dann, der denkt, wie das so es ist, so, aber wie man es halt aus Filmen kennt, ne? Weiß ich nicht. Könnte aber trotzdem sein. Wer weiß. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg hin zu dem letzten, also sind 4 USB-Sticks und zu dem letzten hin. Ja, das machen wir jetzt nicht. Und ja. Die Magia, ein Syndikat aus Verbrecherfamilien. Symbol einer längst vergangenen Ära. Don Fortunato, Don Cicero, Don Morchio, um nur einige zu nennen. Und natürlich dieser stahlplattenverzierte Irre, Hammerhead. Kriminelle. Dann gucken wir mal. Kodex befolgen. Besser als der Rest, oder? Falsch! Sobald Ihnen Ihr Kodex in die Quere kommt, vergessen Sie ihn. Denn Kriminelle bleiben Kriminelle. Da vorne war es doch. So, jetzt mir da. Hört auch auf zu labern. So, muss ich mal kurz was richtig hinsetzen. Und wenn ich den Part aufgenommen habe, mache ich mir Fritten. Ich habe Hunger. Ich glaube, dann haben wir auch 1 Uhr, dann darf man Mittag essen. Ja. Also ich mache die auch selber aus selbstgemachten, also aus, nicht aus selbstgemachten Kartoffeln, aber aus Fritten, aus selbstgemachten, also aus frischen Kartoffeln, so. Oh, ich vermisse unsere Gespräche, aber ich muss weg. Sie hat meine Netzschießer mit einem EMP kurz geschlossen, dann mache ich das wohl auf die altmodische Weise. Komm schon, ich will nur helfen! Dann verschwinde! Wenn Hammerhead deinen Sohn hat, schaffst du das nicht alleine. Sohn war es doch. Hatte ich doch richtig im Kopf gehabt. Ich meine, das musst du nicht! Warum vertraust du mir nicht? Wir haben schon mal zusammengearbeitet! Hast gerade deine eigene Frage beantwortet, was? Felicia, warum hast du darüber nicht mit mir gesprochen? Alles nicht dein Problem ist, sondern meins. Und ich kümmere mich drum. Vielleicht sehe ich es ja gar nicht als Problem. Es sei denn, du sprichst von dem Bandenkrieg. Der ist definitiv ein Problem. Geht auf, Schwede. Ich komme allein klar. Endlich. Die Netzschießer sind wieder online. Ich kann dir helfen, Hammerhead aufzuhalten. Wie? Ohne zu töten oder das Gesetz zu brechen? Mit deinen Mitteln funktioniert es nicht. Felicia, wegen deines Sohns. Ich muss nur wissen, ist er... Es ist meiner. Und ich kümmere mich um ihn. Hartnäckige kleine Spinne. Ich will doch nur reden. Oh Gott. Ich finde das hier gerade ein bisschen schwer, dass diese. Bist du immer noch da? Ich kann die ganze Nacht durchhalten, wenn U-Bahn. Jetzt weckst du mein Interesse. Andere Seite. Irgendwann muss das doch mal zu Ende sein hier, oder? Er denkt wohl, ich wäre leicht zu haben.
muss näher ran. Zum letzten Mal, such mich nicht. Wo ist sie? Ach, da hinten. Oh nein, der 1 ist kacke. Das wäre fast gewesen. Ich habe Dreieck gedrückt, weil es immer so ein Dreieck ist. Nein. Ich hasse Verfolgungsjagden. Mann. Da. Warum sperrst du mich ein? Weil ich dich aufhalten will. Hinterher. Hey, manchmal reagiert der aber nicht, oder? Nein! Ach, komm schon. Och Mann, das ist doch jetzt kacke. Das ist sowas, ne? Hab sie. Endlich. Kann ich nah an sie ran. Hä? Ich soll nah an die ran, oder? Ich verstehe nicht, wieso. Hallo? Wie, der reagiert wieder nicht. So, jetzt aber. Normal unterhalten. Für mich fühlt sich das schon normal an. Ich weiß, was auf diesen Sticks ist, die du stiehlst. Zieh dich an. Muskeln und Köpfchen. Du darfst Hammerhead nicht den letzten Stick geben. Sobald er hat, was er will, wird dein Sohn keine Rolle mehr spielen. Lass mich dir helfen. Was sollen wir tun? Halt ihn hin. Dann haben wir mehr Zeit, deinen Sohn zu finden. Hab dich vermisst. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Aber nicht so. Schade. Okay, ich kann uns höchstens ein paar Tage Zeit beschaffen. Also, wegen deines Sohns, kann es sein, dass ich... Später. Finden wir zuerst meinen Sohn. Danach können wir in Ruhe über alles reden. Man sieht sich, Spinne. MJ wird mich umbringen. Ah, ich hasse Verfolgungsjagden. Hey, hast du sie geschnappt? Ja, sie wird Hammerhead hinhalten, während wir alle nach ihrem Sohn suchen. Hat sie dir gesagt, ob du... Nein, hat sie nicht. Natürlich nicht. Bist du sicher, dass sie dich nicht hinters Licht führt? Ich kenne sie. Sie würde nicht für jemanden wie Hammerhead arbeiten, wenn sie nicht muss. Okay. Ich checke mal das Kennzeichen, das du mir geschickt hast. Ich lass dich wissen, wohin es führt. Wo müssen wir jetzt? Puh, mir geht langsam die Kraft aus. Zeit für eine kleine Stärkung. Eddies Pizza. Eddie, hier ist Spider-Man. Spidey, du klingst hungrig. Du weißt schon. Einmal das Übliche, mit extra Salami. Mach ich dir. Wünschst du Dachlieferung? Ja, bitte. Dasselbe Dach wie letztes Mal. Gib mir ein paar Minuten. Meld mich, wenn sie fertig ist. Okay. Während ich auf Eddie warte, sehe ich nach, wie die Lage in der Stadt ist. Dann machen wir das mal. Jetzt kommen diese roten Dinger nicht, ne? Ist überhaupt ein Stadtteil, wo es sie gibt? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir da hin. So, aber hier ist müsste. Hier. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mit. Noch mehr Diebesgut.
Detective, ich habe ein weiteres Gemälde gefunden. Gute Arbeit. Du brauchst eine Polizeimarke. Ich schicke jemanden zum Abholen vorbei. Sie sind doch Experte. Handelt diese neue Katze ähnlich wie die alte? Tja, sie nimmt sich offensichtlich Hardy zum Vorbild. Ihr Stil, ihre Technik und selbst ihr Wurfhaken sieht aus wie eine modernere Version von seinem. Stimmt, sie hatten ihre Ausrüstung ja mal in Verwahrung. Also stimmt sie auf geistiges Eigentum. Genauer gesagt verbessert sie es. Sie hat Hardys Arbeit auf eine ganz neue Stufe gehoben. Klingt fast so, als bewundern sie sie. Wenn man den Job lange genug macht, erkennt man einfach ein wahres Talent. Klingt irgendwie so, als wärst du auch beeindruckt. Oh, wissen Sie, es ist, wie Sie schon sagten, Helden unter sich. Ich melde mich, wenn ich noch mehr alte Beute finde. Schön gemacht, wenn ich das so sagen darf. Ja, ich weiß. Jetzt warten. Ach, da hinten ist eins. Wie gesagt, wir machen jetzt in der Zeit halt, wo wir die Hauptquest nicht machen können. Das einfach. Was wolltest du mich denn vorhin fragen? Hey, Peter, es war bloß. Also, es ist nichts Wildes oder so. Ich weiß, du bist super beschäftigt. Ich hab mich nur gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mit dem Training anfangen können. Training? Ja, vielleicht nur die Grundlagen, wie man sich von einem Hochhaus schwingt. Oder von einem niedrigen Gebäude. Oder von einem Baum. Miles, du bist 15. Konzentrier dich auf die Schule. Das ist viel wichtiger als... Ja, aber wenn ich mal früh mit meinen Hausaufgaben fertig bin und du etwas Zeit hast, ich meine, du hast doch auch mit 15 angefangen, oder? Und mich hätte es schon 100 Mal um ein Haar fast erwischt. Das soll dir nicht auch passieren. Okay, ja, verstehe. Bis später. Oh Mann, was mache ich nur mit dem Jungen? Er hat ihn mal als Vorbild sieht er, ne? Könnt ihr jetzt mal hier so eine Dings auftauchen? Achtung, Einheit. Da. Melden Magia-Aktivität bei lokalem Unternehmen. Der Ort ist Museum Mile. Over. Jetzt machen wir das doch alles noch. Ah, war meine Nase. Oh. Gerade hat man die Nase gejuckt. Ich glaube, eins von Hardys alten Verstecken ist hier fertig. Irgendwo. Danke, du rettest mir das Leben. Nee, da bist du zuständig. Aber kannst du uns die sozialen Medien erwähnen, wenn es schmeckt? Das wäre hilfreich. Alles klar. Bis dann, Eddie. So. Ich glaube, ich war noch nie so hungrig. Okay. Dann gehen wir uns die Pizza holen. Anscheinend ist eins der gestohlenen Gemälde hier. Ja. Das holen wir uns jetzt aber nicht. Sonst haben wir in der Folge wieder nur so kleine Dinger gemacht, wo ich sagte, die mache ich halt nebenbei nur. Geh mal gucken, ne? Oberste Priorität. Magia-Beteiligung bei Bombenkrone vermutet. Der Ort ist Cathedral. So. Habe ich euch das eigentlich um den Hautarzt erzählt? Ich hatte ja einen Termin, aber ich ja diesen Ausschlag an den Arm habe. Und, dann waren wir halt da. Und die Ärztin so, ja, das, könnte halt von der Arbeit sein, aber so ein Pflanzen, wegen das mit den Pflanzen zu testen, hat es auch gar nicht da. Das müsste sie, stellen und das würde dann, erst hat sie was von 500 Euro gesagt, ne, was ich dann selber zahlen muss. Und dann sagt sie, ja, muss ich auch noch die Berufsgenossenschaft dann anschreiben. Und dann würde es irgendwas anderes, oder es würde dann 150 Euro kosten, was ich auch selber zahlen soll. Ja, ich konnte eigentlich gar nichts dazu sagen, weil ich dachte so, sorry, aber ich würde doch keinen Allergietest zahlen, ne? Habe ich auf jeden Fall aber einen Termin gemacht, weil ich einfach erstmal nichts sagen konnte, ne? Und, das war auch total komisch. Da hätte ich jetzt eigentlich immer in Urlaub Montag, Mittwoch und Donnerstag hingemusst, was drauf gemacht wird, abgenommen und dann die Ergebnisse. Und dann auch zur Uhrzeit, wo du denkst, geht's noch? Na, jetzt nicht nur morgens, sondern so, ja, da um 3, da um 8 Uhr morgens, da um, ich weiß gar nicht mehr genau, 5 Uhr abends, irgendwie sowas, ne? Und, ich zu meinem Freund, nee, ich mach das nicht, ne? Ich bezahle das nicht, ne? Das ist doch total unnormal, halt. Und auch hier diese, ich habe noch nie gehört, dass man da so einen Allergietest so 3 Tage macht. Also, dass es an 3 Tagen gemacht wird.
Naja, auf jeden Fall hatte dann mein Freund das seinen Eltern erzählt. Und ihm auch gesagt, das ist unnormal. Und hat die Mutter halt eine Bekannte gefragt, die auch bei so einem Hautarzt arbeitet. Und die hat dann halt den Arzt mal gefragt und hat auch gesagt, dass es halt unnormal ist. Zwar halt, dass sie das bei Berufsgenossenschaft dann angeben halt, wenn das halt wirklich von der Arbeit ist. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Aber halt, dass man das selber zahlen muss, das ist einfach nur Betrug. Da wollte die Dame, wo ich war, mich wirklich halt über den Tisch ziehen. Und ich wollte schon die ganze Zeit den Termin absagen. Ne? Aber er geht keiner am Telefon. Ich hatte den Termin damals über ja, die Internetseite von denen gemacht, weil nie einer ranging. Und dachte, okay, dann tue ich den auch darüber dann absagen. Geht nicht, da muss ich anrufen. Und ich seit 2 Wochen, 2,5 Wochen, versuche da jeden Tag anzurufen, damit dieser Termin abgesagt wird. Aber da geht keiner ran. Bis jetzt habe ich den Termin nicht absagen können. Wird wahrscheinlich Montag angerufen und gesagt, hier, wo bleiben Sie denn und so. Ja. Ach, also, dass die Salbe, die mir verschrieben hat, die hat auch nicht geholfen. Kein Stück. Und die Arzthelferin, wie unfreundlich die war. Weil ich habe zu ihr gesagt, so, ja, ich kann aber dann nur in meinen Urlaub, ne? Ich kann mich nicht einfach dann Tage frei nehmen auf der Arbeit. Ich liebe dich. Aber jetzt muss ich dich vernichten. Auf jeden Fall habe ich gesagt, weil sie sagt ja mittwochs. Ich habe erst verstanden, ob Montag, Mittwoch oder Donnerstag. Sag ich ja am besten Donnerstag, da habe ich sowieso frei. Nee, Montag, Mittwoch und Donnerstag. So, ja, dann geht das nur mein Urlaub. Hallo? Ich habe das Kennzeichen gecheckt. Es ist auf ein Lagerunternehmen registriert, das einem von Hammerheads Freunden gehört. Ich bin jetzt dort. Gib mir ein paar Minuten. Ich werde gleich dort sein. In der Zwischenzeit schaue ich mich ein wenig um. Oh, nicht schon wieder. Oh, nee. Schau dich um, sieh nach, ob der Junge dort festgehalten wird. Und wenn ja, bring ihn in Sicherheit. Auf jeden Fall war die total unfreundlich. Halt, MJ, hör auf. Ich sag so, nee, da muss ich meinen Urlaub, ne? In der Art guckt die andere Arzthelferin da nur an, so eine Art so, ach, da muss ich ja dann arbeiten. Wo ich ja nur dachte, ja, Entschuldigung, aber kein normaler Mensch kann sich an 3 Tagen einfach so in der Woche frei nehmen. Besonders wenn das jetzt immer morgens gewesen wäre, hätte ich auf der Arbeit abklären können, so, okay, kann ich vielleicht später kommen, ne? Aber ich muss wirklich durch die ganze Stadt fahren, wenn ich von meiner Arbeit dann dahin müsste. Und das würde ich nicht in meiner halben Stunde Pause schaffen. Ja, also, das, auch wenn die jetzt keine Betrügerin da gewesen wäre, oder ist, wäre ich da, glaube ich, nicht nochmal hingegangen, weil das einfach so komisch da war. Aber ich würde mal sagen, wir machen für den Part hier Schluss. Ich weiß gar nicht, ich sehe es lange. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich mache jetzt einfach hier mal Schluss, weil ich habe also keine Lust gerade da mit der zu schleichen. Weil das kann nur schief gehen und ich habe Hunger. Das kommt auch noch dazu. Und vielleicht nehme ich ja gleich nochmal was auf. Oder später. Weil ich will auch nicht, dass die Folgen wieder so lang gehen. Also, weil die erste ist, glaube ich, was von 42 Minuten gegangen. Ja, deswegen würde ich mal sagen, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal.